dachte, wir schlagen uns durch Friedland hier. Das wird nicht klappen. Da ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Braucht in der Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaubt, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen? Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Scheiße. Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein, nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her! Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Dad? Dad! Dad! Komm schon. Dad? Dad, komm schon! Mach das doch nicht andauernd! Steckst du?
bin nur 20 Jahre zu spät. Wow. Scheiße. Hat geklappt. Sieh mal einer an. 1978. Vielleicht komme ich aufs Dach. Okay. Gut gemacht, Abby. Oh nein! Abs! Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Woher wusstest du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Hey, hab was gefunden. 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ihr werdet ganz ernst. Es ist niedlich. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Dann nutzt du ihn also aus? Ich? Niemals. Abs, da. Frische Spuren. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich meine, ich hab dich gefunden. Ja, aber mit Schummel. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier. Zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los! Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Ab. Los, komm! Dad, warte! Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber.
Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Dann bin ich unbesorgt. Oh, Mist. Erbs. Was? Wir müssen sie losschneiden. Okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Erz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben beim... Owen! Festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam! Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad? Gehen wir. Verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust.
er immer noch hier drin? Ist das? Abby. Nein. Abby, nicht hin. Nein. Abby. Nein. Nein. Verdammt noch mal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Ah! Nein! Schmorende Hölle, Pendejo. Ich bring euch um! Wow, wow, was wird das? Manny, aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Lass das. Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht. Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Mein Nacken. Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Hallo, Miss Potts. Hallo, May. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Wow. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was con picante. Du kriegst, was du kriegst. Und dieser Ska ist auf den Knien, ja? Er betet. Ich will ihn fesseln. Ich freue mich auch, Abby. Hey, Jordan. Kommst du mit uns in die Seravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Seravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Lia vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell.
musst du deine Messer schärfen. Wie machst du das? Mit einer Maschine oder machst du das per Hand? Der Trick beim Wickeln ist, dass es fest sein muss. Oh, das Gefühl, ich eng ihn an. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Abby, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Kommt schon. Du bist so peinlich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil die mir beide wichtig sind. Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Ich glaub, dir gefällt's, mich zu quälen. Nein! Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Ich mach das später. Wissenschaftlerin, hm? Ha. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey, gib dir Mühe. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Ihm geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Puh. Schöner Scheiß. Ja. Kannst du das für mich aufnehmen? Danke. Hey.
Alles abmelden. Sie spielt drin. Oh, Abby, willst du sie holen? Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo, Bär. Ja, okay, da du so nett fragst. Wer ist dein guter Junge? Ja. Hol den Ball. Gesehen? Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Ah, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumuluswolken. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, wenn einem das gefällt. Mir wäre es ganz hey, recht, glaube ich. Hallo. Nur Familien zu behandeln. Die Scars würden dir fehlen. Das glaube ich kaum. Ich würde irre werden. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Gracias. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Ist etwas eingerostet. Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Alice sitzt vorne. Mel ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr subtil. Gracias. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach auspowern. Ich habe ein paar Extraaufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny, wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Wir haben einen Flugplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, es ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen? Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir da nicht so einen Kopf drauf. Festhalten! Bleib unten! Töte die Wurf! Du hast auf uns gewartet. Ja. Was sagst du? Was wir machen? Er rannt!
klar? Ja. Ja. Verdammtes Gas! Wie weit bis zur Basis? Ein gutes Stück. Wir sind ungeschützt. Gehen wir ran. Schauen wir nach, ob sie sicher ist. Hey, Abs. Hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Verstanden. Vielleicht hätten wir es draußen riskieren sollen. Nee, wir packen das. Gibt es zu viele Verstecke? Leute, hier ist jemand. Infizierte. Mm-hmm.
Abby! Moment! Leute!